Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play New Super Mario Bros. U Deluxe. Wir sind auf der Zuckerwatten-Krone und fangen da auch gleich an mit dem ersten Level. Ein Himmel voller Blöcke. Hörst es immer nach relativ großer Scheiße an und runterfallgefahren zu Stuff, aber es ist, hält es hoffentlich in Grenzen. Ja! Ja, geil! So. Seht euch, Leute, best heißt. Ich lasse das einfach mal so, wie es ist, unkommentiert in den Raum stehen. Das ist für uns alle besser. Nächster Versuch. So. Ja, schön, dass ihr dabei seid hier im Part. Hauptsache erstmal Fan. Also ich glaube, wir werden heute Game Over mit Mopsy haben, weil wir haben nur noch ein Leben. Und da wird uns das vor das Bett eben auch mal mit Mopsy bevorstehen, ob das noch im schon im D-Level sein wird oder im nächsten. Wir werden sehen. Aber es wird es nie. So, irgendwie im Einleben hier noch ein Ziel zu haben. Das ist einfach gesagt unmöglich. Ich fand, dass sich hier aus dem Nix Blöcke zusammenbauen, die zum Teil hart asozial sind. Zum Teil sind es aber auch nett. So, da gab es mal eine Star Coin. Das ist die Frage, how to get to the coin. Wunderbar. Gut, danke bei Wolke fürs Transportieren. Guck mal, dass die liebe Midway Flag auch gleich kommt. Ne, eine Rarama hier, aber diesmal auch gut. Die führt uns bestimmt zu Midway Flag. Ba, ba, ba. Alter, das ist erstmal gestorben bin. Ich gebe es dazu, ist ein bisschen dumm. Aber es soll trotzdem in dem Level jetzt kein Game Over haben. Einfach, einfach weil, ich dann mit dem kompletten Level von vorne anfangen müsste. Was halt, ihr könnt euch das vorstellen, nicht so geil wäre. Ja, das probiert es oder müsst es vermeiden. So, vor allem, ich meine, es geht aber Gegner und so weiter, kann man ja. Wie hätte man das jetzt machen sollen? Das würde aber einfach schneller sein müssen und dann so rauspressen müssen. Wusste ich jetzt nicht, ist halt so, akzeptier mal so. Ja, die beißen schon zu, aber es beißen sie nett. Kann mir auch restern und wunderbar, da machen wir das Ziel. Ja, läuft doch hier eigentlich. Wenn man mal aufpasst und schaut, dass man es allzu große Fehler baut, ist diese Art von Level auch, wer letztlich machbar. Schau mal, das ist hier eine gute, bisschen bessere Beleuchtung irgendwie probieren zu bekommen mal, weil das ist nervig mit der Funzel. Ich habe bis jetzt eine reinst beschissene Beleuchtung, das weiß ich auch. Ja, will ich ausbessern, damit Elgato streamt. So. Gut, ich tue auf zwei Sachen Auge behalten. Deshalb habe ich keine Ahnung mehr, ob das Bowser war oder nicht. Also wirklich gar keine Ahnung. Ich glaube, irgendwas sagt mir, dass ich mal Pass haben werde. Oder auch nicht. Also es ist in Ordnung. Hätte besser ausfallen können, aber er hätte auch deutlich schlechter ausfallen können. Sonst sind wir jetzt mal zufrieden mit den Items, die wir haben, wobei wir die eh nicht nutzen. So, oh nein, ich will da nicht ran. Ich will auch da nicht hin. Hier haben wir das Level 3. Nein, 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 wir wollen das Level 2. So sieht's aus. Das machen wir jetzt nämlich. Wippelitz Rodeo. Ja, dann bin mal gespannt, ob wir da hier auf irgendwas reiten müssen. Bei Rodeos muss man immer auf Sachen reiten. Das wisst ihr, also Cowboy Rodeo. Kann man die irgendwie nicht kaputt hauen?
Nee, ich wollte da drauf liegen vor dem Mitwehrflag, aber das ist eigentlich mein zwei Leben, die ich noch hab. War das eine dezent hardcore dumme Idee von mir? Und schalte ich dir was ein. Ja, moin. Ja, jetzt das Let's Play dauert tatsächlich gar nicht mehr so lange. Also ich glaube, dass man das. Also ich will das beendet haben und wer zu hoch das sein ist. Beendet haben bis Resident Evil 7 erscheint. Resident Evil 2 Remake, pardon. Weil das Let's Play ist dann ja auch und bis dahin habe ich dieses. Ich hab doch A gedruckt hier! Und jetzt haben wir, glaube ich, das erste Kamera mit dem Moffs hier. Und auch nicht, weil wir auf wunderbare Weise noch ein Level haben, ein Leben haben. Joa. Ja, auf jeden Fall, dass wir dann halt zu Resident Evil 7 rüber, Resident Evil 2 Remake dann machen. Ab nächsten Freitag, wenn das ja erscheint. Und ich plane generell neue Release-Projekte oder generell Projekte so zu machen, dass ich die halt. Was mache ich denn hier, verdammte Axt? Das haben wir mit Mobs in der Aura gesagt. Gut, dann müssen wir das erste Level hier gestern auch nochmal machen. Ja, ja, ist klar, ist gut. Dass man das nicht überspringen kann hier. Oh, da kommt Ludwig dann später in der Castle. Aber es ist immer Erinnerung an den Bosskampf damals noch von der Wii U-Version, weil der. Das habt ihr nicht so gemocht, den Boss. Aber, mal sehen. Wie es wird, dann Mobs sieht das eigentlich relativ einfach. So, jetzt haben wir erstmal einfach keinen Dummheitsfehler machen, hier gut durchkommen. Dann klappt das auch hier. Ja, ne, ich freue mich, wie gesagt, schon richtig auf Resident Evil 2. Remake wird nice, das Let's Play. Mach es ja zusammen mit einem Kollege. Und ja, das Haus auch, dass das halt ist, nicht allzu krass in die, Boah! Digga, war das scheiße knapp, ey. Puh. Digga, die Karte der Minute weggegangen, wie ich da war, Alter. Ich hoffe, dass das auch nicht so sehr eine Länge sieht, wie jetzt beim Lander, beim Projekt, beim Party sowas noch der Fall ist. Aber ihr merkt das auch da. Ich will jetzt schnell durchprügeln und Projekte nicht auf Monate ziehen, sondern dann hat wirklich mal zwei Parts so am Tag. Aber dafür, dass das Ding dann halt, das Projekt dann auch nach einer zwei, allerhöchstens drei Wochen oder sowas dann halt auch vorbei ist. So, hier muss man es irgendwie. Hier gab es irgendwo gleich noch eine Münze. Man es verdammt beeilen musste. Diese holen, das kam jetzt gleich, glaube ich. Ja, alles klar. Oder so. Nee, funktioniert nicht. Ich will kein Leben riskieren. Da, da, da. Ja. Alter, Hype auf Resident Evil 2 ist schon so. Ist schon so richtig hart da. Guck mal gespannt sein, wie das Ganze dann alles wird, ne? Wie gesagt, ich plane, sobald das sein, so zwei Folgen pro Tag. Wenn das eine geile Stadt ist, muss man alles schauen, wie es das ergibt. Aber so in der Theorie, mein Plan wäre das, ne? Ne, das lassen wir uns mal offen für später. Wir fangen ja mit dem dritten Level jetzt an, nachdem wir beim zweiten Level das Game Over hatten. Hier wäre es mal ein bisschen nervig und fangen mit dem. Das sind ein bisschen genervt und fangen mit dem dritten an, sonst angenehmer ist. Was ist, wann ich glaube? Da, da, da.
Die Dinger sind witzig. Die werden von aller möglichen Scheiße betrieben. Hier drauf fällt, siehst du das Riss? Was? Hä? Ich dachte, sag jetzt da unten. Junge! Was ist das für eine Phase? Wieso bauen die eine Plattform, die nach unten geht, wenn man dann verreckt? Wir hören das nicht aus heiß ernst, oder? Einen so hart zu triggern. So hardcore zu triggern, das. Nee. Aber das finde ich nicht gut, Nintendo. Muss ganz im Ernst sagen, Nintendo. Kinder so hart mit so einer Scheiße zu triggern. Finde ich nicht gut. Böse Nintendo. Ist jetzt böse. Aus. So ist mein Hund, sagt es auch immer. Aus, du bist böse. Mach das nicht mehr. Mir gleich so vor, als ob mein Hund es pressen würde. Aber Digga. Sun so ein bisschen hardcore-siv. Und solche Style sind hardcore-assi. Weil wenn man richtig abspringen muss, dann man sonst irgendwie hier nach unten fliegt. Das ist ja heftig, Alter. Was? Zum? War das, Alter? Hä? Wie denn alles in der Welt bin ich da verrückt? Ja, moin. Digga, war die Scheiße hier gerade knappe. Keine Ahnung, by the way, wo die Starcorn hin ist, der ist eigentlich wieder irgendwie eingelöst wurde und dann wegge. Keine Ahnung, wo die hin ist. Keine Ahnung. Ja, läuft doch, geht doch. So, jetzt mal schauen. Wir kommen hier rüber. Wunderbar sind, aber wir wollen ja trotzdem schon Spaß haben, was haben wir uns das glaube ich jetzt auch anschauen, bevor wir dann auch noch den Part im Boss erledigen, weil wir haben noch Zeit. Ist jetzt erst hier 13 Minuten. Da bekommen wir dieses lustige Spaß-Level hier auch noch hin. Denn es macht alles so viel Spaß. Ah. Ne, da haben wir gesagt, das Pfeifenmagie ist hier drauf. Ja, also springen ist des Mannes fort. Ja, springt mal die ganze Zeit. Komm, das haben wir gemacht, bisschen gesalbt und fertig. Vergessen wir das Devil, das springen, das ist hier mir zu Höhe, zu hohe Lüfte, ich hab Höhenangst, deshalb hab wirklich das Höhenangst, dass im Real Life jetzt nicht hier natürlich wegen solchen Spielen, aber in Real Life deshalb einfach mal klassisch. So, dann machen wir es doch immer in so einem Türmchen, dann ist der Party halt auch nicht. Oh nein! Ich erinnere mich noch an die Scheiße hier. Das. Seht ihr, was ich meine? Ich darf halt bis zum Turm Plus kein Game Over haben. David, was ist los? Streng dich mal ein bisschen an, Boy. Das wird der Mission nochmal richtig ätzend jetzt da.
ist ein Fireboy. Ja, um hier irgendwo drauf zu springen. Aber so in etwa läuft das Ganze. Ja, geht doch eigentlich, wenn man es mal dran gewöhnt hat. Kann man zwar aus Dummheit verrecken in diesen Leveln. Ich hab sowas natürlich trotzdem nahezu täglich. Nahezu immer. Ist bei mir alles nichts Neues. So, jetzt kommt glaube ich gleich die Mitwehrfleck nach der Bingo. Ich hatte erst noch einen Part, wo ich es nicht berührt habe. Und ich habe dann nicht ganz schnell noch vorne machen musste, weil ich kurz danach verreckt bin. Joa. Seitdem habe ich es mir vorgenommen oder habe es mir jetzt so. David, du kümmerst es immer. Die beschissene Mitwehrfleck. Ja, soll ich sagen. Seitdem kümmere ich mich tatsächlich immer um die beschissene Mitwehrfleck. So, danke schön. Die machen das nämlich like this hier. So, it's working. Ebenfalls. Digga. Wenn das mal kein Skill ist, dann heißt es auch, wenn das kein Skill ist, dann nennt mich sofort ab jetzt behindertes Kind spielt LP. Ich glaube, es gibt wirklich ein... Nein! Okay, das war kein Skill. Wie einer nennt mich jetzt wirklich behindertes Kind spielt LP oder sowas, weil es gibt wirklich Leute. Ich habe so einen Namen. Danke, dass ich auch mal hier oben bin. Ah, da war es dann. Eigentlich ist im Prinzip wieder keine Schwierigkeit. Der geht relativ schnell gebacken. Joa, lach nur. Ah ja, mal kennen, wer kurz persönlich ist. Ich glaube, auf den müssen wir halt einfach drauf springen. Und auch gehen, weil der Typ sich nicht immer wegteleportieren würde. Ah, okay, da muss man aufpassen, dass man solchen da nicht runterfällt. Gut, es geht nur einmal, ich darf den Typen nicht treffen. Ich darf ihn einmal, muss ich ihn noch treffen, so rum. Joa, es wird halt immer lustiger hier. Ja, genau. Ja.
Der teleportiert halt immer irgendwo hin, wenn man selbst nicht gut dran kommt. Was die ganze Sache nämlich sehr behindert macht. Komm. Danke, zieh nach Jahren gefühlt. Das ist der Oma-Treffer hier. Hätte früher passieren sollen. So. Joa, ich wollte mal sagen, auf Wiedersehen, ne? Oh Gott. Dieses. Na, wir Touring Level hier. Freue ich mich, dass im nächsten Part auch wieder getollt wird. So, jetzt heißt aber erstmal One-Ups bekommen hier. Gib mir One-Ups! Ich brauche nämlich wirklich Leben hier. Also, die helfen mir viel weiter. Fuck. Nein! Ah, wird knapp. Ja, es hätte mein Leben gebrochen können. Ärgert mich jetzt. Was soll's. Das ist immer eine Glückssache, ob man da irgendwo gut hinspringt oder das Nest hinspringt. Reine Glückssache. So, hier wird's dann wolkig. Und an der Zucker warten Wolkenzone aka Rotation im Geisterhaus. Geht's im nächsten Part weiter. Jetzt bedanke ich mich ganz herzlich am Zuschauen. Macht's gut und ciao!